Moin! Und willkommen zurück zum RoboSet-Tutorial von Nintendo Labo. Wir haben im letzten Part die vier Ballastboxen fertig gemacht und die vier bilden das Herzstück des Roboters. Aber inwiefern sie das Herzstück sind, das finden wir in naher Zukunft raus. Jetzt kommen wir scheinbar zum Rucksack, oder was? Ja, Zeit für den Rückenteil. Das heißt, diese vier Herzstücke oder Holzstücke oder Pappstücke, die kommen erstmal weg. In diesem Sinne, hauen sie rein. Ich hoffe, da ging jetzt nichts kaputt, aber ich denke mal, das sollte eigentlich laufen. Okay, so, das Rückenteil. Und dafür brauchen wir erstmal die komplette E-Pappschablone und auch noch ein bisschen was von G, glaube ich jedenfalls. So, kommen wir zum E-Teil der ganzen Angelegenheit und ja, das klingt doch erstmal an sich ganz gut, weil, wie gesagt, oi, wenn wir jetzt, ja, das ist halt wirklich E und das sind die Reste. Also, mehr bei E geht nicht und gibt's auch nicht. So, das E-Teil und das G-Teil. Und da trennen wir scheinbar, wie es aussieht, ja, dieses schnicke Teil hier ab. Ich meine, die anderen sind zwar auch orange hinterlegt und das sieht für mich halt so aus, als müsste ich die auch abtrennen, aber scheinbar müssen wir halt nur die Teile abtrennen, die halt blinken. Und das sind diese beiden Teile hier. Geht's noch ansonsten weiter oder ist es alles? Das. Aha. Das war noch nicht alles. Jetzt kommen wir zu F und das ist das größte Teil. Das habe ich gerade eben nämlich schon mal soweit bei der Suche nach E und F gefunden und ja, was soll ich sagen? Das hier ist F. Ja. Erstmal natürlich eine Schablone mit Übergröße. Und ja, das ist F. Also das passt ja nicht mal auf den Tisch, das könnt ihr nicht mal vollständig sehen. Aber ja, ich knick das hier mal und dann geht's auch schon direkt weiter. Also dann. Brauchen wir sonst noch was? Nein, und wir brauchen auch direkt das Größte und zwar F. Und ja, Jungs, Mädels, das hier wird der Rucksack oder das Rückenteil. Haben wir gerade eben zwar schon gehört, aber ich sag's trotzdem nochmal, damit ihr auch alle Bescheid wisst, ja. Los geht's mit dem Rahmen und den Henkeln zum Aufhängen. Lege die Elemente mit der bedruckten Seite nach unten ab und jetzt müssen wir erstmal total viel knicken, ja? Okay, wir fangen mit dem kleinen Teil an. Also quasi hier mit diesem Objekt, dessen Name ich gerade eben ver... Oh, ja, das ist gerade abgerissen worden. Nice. Wird aber, denke ich mal, nicht so schlimm sein. Und mal so ehrlich gesagt, ich muss das hier auch abtrennen, also... Oh. Einige Pappteile wirken halt echt instabil und da reißt die Pappe halt auch mit ab. Oder diese Pappfetzen, die reißen mit ab. Aber in Ordnung. So, das wird auch noch abgetrennt. Und dann wären wir durch und dürfen anfangen zu knicken. Und ich denke, da gibt es hier nicht viel, oder? Ich denke mal, das ist halt nur dieses Teil, das geknickt werden muss. Ja, der dreieckige Teil. Und dann wird das einfach da reingesteckt. Hier, also okay. Ohne das hier zu knicken. Na dann, aber ich würde sagen, ich befreie mal diesen Rucksack hier von seinen, ja, unnötigen Überresten. Sonst haben wir nachher noch ein paar Probleme. Und das wollen wir nicht, ja? Okay. Oh, ich bin schon sehr gehypt, wenn ich den Rucksack fertig habe, weil dann habe ich, glaube ich, auch das Größte abgearbeitet. Wobei es auch noch ziemlich viel Pappe gibt, so ist es nicht. Es gibt halt noch irgendwie so ein Papp. Bogen Q und ich denke mir so, okay, so wollen wir das ganze Alphabet jetzt abrattern oder wie sieht das aus? Hoffentlich nicht. Naja, gut. So, Brudingos, wir müssen anscheinend noch das abtrennen hier und dann, ach ja, das habe ich auch voll vergessen. Moinsen. Und dann stecken wir wahrscheinlich so dieses Teil hier rein. Wie auch immer das funktionieren soll, weil so mit Gewalt klappt das nicht. Ich lasse es mir mal kurz erklären, weil schiebe ihn so weit wie möglich rein, aber das geht ja nicht, weil... Oder habe ich gerade die falsche Seite?
Nee, das kann gar nicht sein. Das ist genauso, wie es auch auf der Abbildung hier da ist. Oder nee, ich muss. Ach so, ich muss das geknickt da reinstecken. Okay, ja gut. Ja, da muss man halt erstmal drauf kommen, ne? Aber gut. Gut, ich hoffe mal, es ist nicht schlimm, dass es halt nicht ganz reinpasst. Ich denke mal, so soll das in Ordnung sein. Jetzt benötigen wir etwas Öse. Ei. So, gut. Die Ösen. Die befinden sich hier in dieser Plastiktüte. Und da packe ich mir direkt mal ein Pärchen raus. So. Ah ne, wir brauchen sechs. Okay, wir wollten gerade sagen, so, weil es gibt ja auch irgendwie sechs Löcher. Brauchen wir echt nur ein Ösenpaar? Nein. Ah, toll. Ich hasse es, wenn mir irgendwas über den Tisch kleckert. Ich bin eine alte Kleckersau. Na und? Seid ihr's nicht? Nummer 4. Nummer 5 und Nummer 6 und dazu noch 6 Unterlegscheiben. Und die eine müsste ich jetzt eigentlich gleich holen, bevor ich sie dann vergesse und dann nie wiederfinde. Zum Heulen. So, es war eine Öse, die mir irgendwie runtergefallen ist. Gut, dann hätten wir jetzt 6 Ösen und 6 Unterlegscheiben und die kommen höchstwahrscheinlich hier in diese 6 Löcher. Höchstwahrscheinlich. Ohne Witz. Mal gucken, ob wir richtig liegen. Okay. Wie geht's weiter? Aha. Sie beginnen auf der. Ah, okay. Oh, seht ihr? Da hätte ich jetzt auch was ausstanzen müssen. Habe ich nicht getan. Und hier habe ich es auch nicht getan. Aber gut, der Grund, warum hier diese 6 Löcher sind, der ist schnell beantwortet. Und dieser Grund ist ja wirklich schnell beantwortet. Denn hier gibt es 6 Löcher, hier gibt es 6 Löcher. Und wir befestigen einfach dieses Teil hier mit der Rückenwand. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass das hier so eine Art, ich weiß nicht, wenn man das mal hier so sieht, ich glaube, das wird so das Trageteil sein. Interpretiere ich da jetzt mal rein, ja? Ich hoffe, ich darf das. Nein, darfst du nicht, Reduns-Kai. Bitte sei leise. Ja, doch. Ich tue es doch. Ich bin auch schon so leise, wie ich kann. Hallo. So, hier packen wir auf jeden Fall die erste Öse rein und befestigen die auch direkt mit der Unterlegscheibe. So, und ich denke mal, dass das auch auf allen oder in allen 6 Löchern und natürlich auch auf der anderen Seite. Ja, natürlich die, ich sag mal, äußeren. Ups, da fliegen mir die Ösen schon weg. Die äußeren Löcher sind die wichtigsten, damit generell diese Grundstabilität herrscht. Na, damit das, ist das richtig? Ja. Damit generell die Stabilität vorherrscht, ne? Weil jetzt ist das Teil schon einigermaßen stabil. Stabiler wird es aber auch, wenn wir es auf allen Seiten oder in allen Löchern fixieren. Wisst ihr Bescheid? Ja, richtig. Sollte auch keine allzu schwierige Sache sein. Das klackt alles ziemlich gut rein und wie gesagt, ich denke mal, das wird so der Tragegriff oder so. Na komm. Hab dich nicht so. Denn ich hab's mit der Haptik nicht so. Und ich bin gerade sehr froh, wenn diese Ösen hier ja, langsam mal reinkommen. Tja, da habe ich jetzt gerade keinen Reim gefunden, ne? Und ich will Rapper werden, ja? Das kann ich ja wohl voll gegen die Wand fahren. Der Plan, der kann echt, kann's knicken. So. Was mich halt stört, ist, dass hier dieser leicht abgerissene. Ja. Also, ihr seht hier, die Pappe ist ja leicht abgerissen, ne? Man sieht das hier ganz leicht. Gefällt mir nicht. Aber gut. Hätte ich halt etwas mit mehr Liebe und Fürsorge abreißen müssen, ja. Und ich denke auch mal, dass wir diesen Rucksack heute auch fertig kriegen, weil ich denke mal, so viel wird hier nicht passieren. Ja. So. Der Henkel ist fertig.
Kriegen wir nun die Einzelteile. Alles klar. Also ich denke mal, hier sollten wir eigentlich relativ schnell mit fertig werden. Mit dem Rucksack. AKA das Rückenteil. Und ich denke auch, in das Rückenteil kommen auch diese ganzen Pappboxen rein. Diese Pappschachteln rein, die wir ja im letzten Part so fleißig vorbereitet haben. Und ja, wenn wir das geschafft haben. Das knicke ich auch nochmal ganz kurz. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts Schlimmes mit oder so, aber das muss ich ja auch noch knicken. Also es tut mir halt echt leid, dass ihr das alles hier nicht sehen könnt oder nicht alles perfekt sehen könnt, was ich hier knicke, aber dazu ist das Pappteil auch einfach zu groß. Es gibt so viele kleine Teile, die ich in die Kamera zeige und jetzt kommt mal so das Teil, das ich euch absolut nicht zeigen kann, weil es einfach zu groß ist. So, ich würde sagen, das ist in etwa so groß wie ein, also da würde, glaube ich, ein Kindergartenkind reinpassen. So klein ist das, also so groß ist das und so klein ist das Kindergartenkind. Oder sagen wir mal, ein I-Dötzchen, ein Schulkind der ersten Klasse. Das wird hier bestimmt auch reinpassen in diese Box, in diesen Karton. So, knicken wir das nochmal kurz, knicken wir das nochmal um. Und dann wäre der Rucksack ja höchstwahrscheinlich so in der Form fertig. So, wir sehen, es gibt hier außen diese Teile. Die müssen jetzt irgendwie wohl hier so reingesteckt werden. Aha. Und dann schiebe diese zwei Laschen so in die Schlitze hinein. Sieht aus, als würde jemand seine Hände in die Tasche stecken, oder? Schon ein bisschen, ja. Und jetzt kannst du bitte auch mal skippen, danke. Gleich bringen wir die erste Seitenwand an. Oi. Und das ist die hier. Und das darf ich auch nicht knicken. Also generell, ne? Wir überspringen das Knicken hier gerade ein bisschen. Ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl. Naja. Dann ist das wohl so. Aber ich trenne trotzdem mal diese ganzen, ja, restlichen Bestandteile ab. Und auch hier, guckt mal. Auch hier ist was abgerissen. Wie ist das denn passiert? Scheiße. Ah, vorbei. Okay. Das wird dann trotzdem nochmal geknickt. Und dann nutze ich mal kurz die Chance und die Gunst und lege die Rückenwand beiseite. Knicke alles soweit vor. Ja. Wollen wir auch mal ein bisschen schneller machen, ne? Ich habe das Gefühl, ich habe in den letzten Parts so rumpalavert und war so langsam. Ich meine, ich habe zwei Parts für diese Pappschachteln gebraucht. Ist das nicht krass, ey? Das ist Speedrun verdächtig. Kann das sein? Das ist ja schon fast ein Rekord. So, okay. Und wo stecken wir es dann rein? Finden wir wahrscheinlich jetzt in den nächsten Sekunden heraus. Okay, das muss halt perfekt reinkommen, bis es klackt. Hört ihr das? So, es muss perfekt drinstecken. Man muss halt mit ein bisschen Gewalt daran gehen. Und dann ist die Frage, wo kommt das dann rein? Also, diese Wand. Hebe nun die Unterseite des Rahmens so an, dass sie aufrecht steht. Okay, das wird das Objekt hier sein. Ja, das mit den nach innen gefalteten, das da mit den nach innen gefalteten Pappteilen. So. Kurz rauszoomen. Ich glaube, ich weiß, wie das gemeint ist, aber ja. So, nimm die Seitenwand und lege sie so an. Ey, diese Schrift, ne? Also dieses Schwarz auf Orange, das ist ja echt kaum zu lesen, aber gut. Wäre ein bisschen mehr Kontur besser gewesen. Nimm die Seitenwand und lege sie so an, dass du sie gleich befestigen kannst. Lass dir dabei helfen, wenn es zu schwierig ist. Ja, Mama, kannst du mir bitte helfen? Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Hilf mir. Also ernsthaft, ich brauche gerade echt ein bisschen Hilfe. Lol. Okay, also auch das hier soll nach oben stehen, sehe ich gerade. Scheinbar. Also auch nicht nur diese Außenwand, sondern auch diese Außenwand. Das ja, okay. Ich verstehe, oder ich versuche zu verstehen. Knicke die Lasche an der Unterseite hoch und schiebe die Lasche der Seitenwand hinein. Ja, gut, also erstmal muss ich gucken, wie überhaupt die Seite. Okay, das müsste, glaube ich, so sein, ja? Alles klar. Kriege ich hin.
Oi. Oi. Oh Gott. Ja. Ihr seht, wie leicht das geht. Wie leicht man die Lasche reinstecken kann. Wobei ich nicht mal weiß, ob das irgendwie richtig ist. Aber ich lasse es hier mal stecken. Wobei. Das hätte ich knicken müssen, oder nicht? So. Ich glaube, das muss irgendwie hier so rein. Ich glaube, weil ich es auf dem Gameplay halt nicht ganz erkennen kann oder nicht so gut erkennen kann. Wow. So. Das wirkt auf jeden Fall schon mal einigermaßen stabil. Dann halte ich hier mal ganz kurz inne und fest. Ja, und wie soll ich das denn hier reinstecken? Hä? Wie soll das denn jetzt gemacht werden? Okay. Nein, hör auf. Ich scheins geschafft zu haben. Also, es gab hier halt diese Innenlasche und die habe ich halt... Ja, moin. Die habe ich halt nicht gesehen. Ja. Aber ohne Witz, ich habe jetzt gerade die letzten Minuten geguckt und ich hoffe, ich habe das rausgeschnitten, aber es ist halt so ätzend gerade, ne? Es ist halt... Oh mein Gott, regt mich das gerade auf. Mann, war das ätzend. Was ist jetzt mit den Innenteilen? Ah, die kommen jetzt. Okay. So, dann drehe ich das mal so, wie es in der Abbildung beschrieben ist. Und ich denke mal, das ist relativ klar. Also ich habe die Lasche. Es war quasi so ein Laschensystem, dass du erstmal etwas reinsteckst, dass du erstmal die Lasche in die Öffnung steckst und die zweite Lasche nutzt, um das andere Teil reinzustecken. Das habe ich gerade nicht gesehen. Auch diese Kack-Kamera. Komm. Das habe ich gerade eben halt echt nicht gesehen. Das war mega weird. So, dann kommt das jetzt da rein. Los. Also ich sag dazu jetzt mal zwei Laschensystem. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So. Hätten wir. Sieht aus wie ein Schuhkarton. Wo sind die Nike-Schuhe? Wo sind sie nun? Man weiß es nicht, ja. Man weiß es nicht. So, also kommen wir. Was steht da? Also, ganz ehrlich, diese Schrift ist aber auch extrem komisch, ne? Und normal, das ist halt. Wie sollst du das lesen können? Dann kommt die große Lasche in den Schlitz. Die große Lasche? Die große Lasche in welchen Schlitz? Ich habe da schon alle Schlitze zugemacht. Ich habe doch schon alle drei. Oder ist das gerade so gemeint? Ah, okay. Ich glaube, sie meinten das so. Das obere Teil mit dem... Ja, mit diesem gerade schon angesteckten Teil, dass es so befestigt wird. Jetzt gleicht es aber viel mehr am Schuhkarton, muss ich ganz ehrlich sagen. Lol. Ja, wobei, das haben sie jetzt gerade eben noch nicht gemeint. Aber ich denke, das kommt jetzt. Oder? Ich weiß nicht. So, jetzt kommen nochmal zwei Teile aus G und H. Beiseite, Bruder. Brauchte ich gerade nicht. Ich habe es trotzdem schon mal dran gesteckt. Also, ich weiß nicht. Also, die müssen gerade eben diese eine Lasche gemeint haben, die hier irgendwo ist. Oder gewesen ist. Ich habe hier alles angesteckt, was man anstecken sollte. Ja, das sollte gemeint gewesen sein. Da stand gerade eben, der zweite Schlitz wird geschlossen. Also, ja. Gut, jetzt kommen wir zu G und H. Und bei G und H brauchen wir diese beiden Teile. Das sind wohl zwei Einzelteile hier, ja, okay. Also insgesamt drei Elemente. Und dann hätten wir noch H. Und H ist auch eigentlich nichts anderes als... Naja, das Objekt hier. Ey, das ist halt echt zum Kotzen. Das ist mir beim Roboter halt echt aufgefallen, so wie das hier alles einreißt. Guckt euch das mal an. Das reißt hier halt alles ein, das ist halt so instabil gemacht. Weiß ich nicht. Was ist denn das? Guckt euch das mal an, wie hier die Pappe absteht. Das kann doch nicht normal sein. Ist das ein Produktionsfehler oder so? Weil, guckt euch das mal an. Das ist bei keinem anderen momentanen Multiset-Teil passiert. Und hier reißt hier die ganze Pappe ab. Also der ganze, ich sag mal... farbliche Teil. Das sieht doch mega hässlich aus. Also das kann doch nicht normal sein. Das ist niemals normal so. Das ist irgendwie, keine Ahnung.
alles so einreißen. Ich mache das ja eigentlich nicht falsch. So, was willst du beim Abreißen oder beim Abdrücken der Pappe falsch machen? Weißt du, was ich meine? Also, ich weiß nicht. Das regt mich gerade ultra auf. Das ist halt echt. Das fällt mir nur hier bei diesem Rucksack auf. So, bei allen anderen Robo-Set-Sachen ist das noch nie passiert. Und bei allen anderen Multiset-Sachen ist dieses Abreißen der Pappe oder der Farbpappe halt auch nicht passiert, weißt du? Gerade dann, wo es dann auf die Ästhetik und auf die Schönheit ankommt, macht es da solche Faxen. Bin ich der Einzige, dem das passiert ist, oder ist euch das auch passiert? Also es fällt mir halt echt negativ auf. Keine Ahnung. Oh, ich glaube, ich weiß, wie man das am schnellsten skippen kann. Und zwar, wenn ich irgendwie noch ZL oder ZR gedrückt halte. Ja, moinsen! So, stelle nun die Seitenwand auf. Uns erwarten weitere Doppelverschlüsse. Gut, klären wir. So, und zwar denke ich jetzt mal einfach mal... Oi. Ja. Moment mal kurz, da ist doch irgendwas, was absteht. Ist das normal so? Ja, ich denke, das ist normal. Alles klar. Gut, ja, Brutz, die rechte Seite. Wir stecken das höchstwahrscheinlich dann wie an? So, dass das L nach oben zeigt. Okay. Und fangen höchstwahrscheinlich wieder hiermit an. Stecken das Teil dann... Müsste man es halt wieder erkennen, aber... Ja. Alter, dieses Teil ist halt so unfassbar groß. Das ist nicht normal. Boah. Heilige Scheiße. Na komm. Ich denke, das muss doch hier rein, oder? Ist das nicht richtig? Meine Fresse. So, also... Zuerst. Oh, ich habe die falsche Seite scheinbar benutzt. Ja. Moinsen. Ich habe wohl mit der falschen. Nee, War das nicht. Ey, das fuckt mich gerade so ab, ne? Ey. Dieser Kack-Zoom, Alter! Was ist das? Scheiße, regt mich das gerade auf. Boah! Ey, was ist das gerade, Mann? Ich trenne das mal wieder ab. So. Also. Das Teil kommt so hier irgendwo dran, ja? Okay, alles klar. Machen wir. Auch hier gibt es halt wieder diese Doppellasche. Meine Güte, mach doch mal keinen Scheiß jetzt. Ey, das fuckt mich so ab, Alter. Es gibt halt echt gerade kein Element, das mich mehr in diesem Bauprojekt aufregt, ne? Dieser Kack-Rucksack. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch, der sich da so ein bisschen aufregt, aber ey, was ist das gerade? Ist das gerade ein Witz? So, egal. Jedenfalls ist diese Doppelasche drin. Ja. Stellen wir den so auf. Jo. Ja. Geh ruhig kaputt. Geh kaputt. Los, geh kaputt. Mach schon. Heilige Makrele, das ist doch gerade echt. Boah, kann die Lasche bitte mal. Ey, warum geht die Lasche da nicht raus? Ey, mach doch mal keinen Scheiß jetzt. Komm. Es tut mir leid, dass ich gerade so ein bisschen abgefuckt bin, aber es regt mich, also dieser Rucksack regt mich gerade übelst auf, ne? Es ist gerade echt. Wow. Naja, er ist jedenfalls befestigt. Ja. So. Das könnt ihr zwar jetzt alles gerade nicht so gut sehen, aber er ist halt scheiße groß, dieser Rucksack. Vielleicht muss ich dann beim nächsten Mal gucken, dass ich irgendwie die Kamera etwas weiter rauszoome. Ja. Okay. Und dann würde ich sagen, ach so, die drei Wände sind fertig und verbunden. Okay, ja. Nun sind diese zwei Elemente an der Reihe.
Sie sind identisch, du erwischst also immer das richtige Element. Okay. Erstmal weg damit. Also, der Abfuck ist gerade echt real, Mann. So, ja, knicken wir das erstmal vor. Und ich würde sagen, da knicken wir auch beide vor. Wie es auch beschrieben ist. Ja, warum sind da irgendwie... Ah, okay, man muss da quasi zweimal knicken, oder was? Alles klar. Da muss zweimal geknickt werden, weil ich wollte gerade sagen, so, das sieht ja auf der Abbildung im Spiel auch so aus, als gäbe es hier zwei Abbildungen. Und es ist so, nur die sind halt nicht ganz so eindeutig eingraviert, so, dass man sie halt schon mal vergessen kann. Aber das Spiel sagt ja auch, falls die Lasche in der Mitte. Also, ja, erkennt man. Sieht aus wie so ein Schlüssel. Weiß nicht. Falls nun die Seiten so nach oben, dass das Element wie eine Finne aussieht. So etwas hatten wir noch gar nicht, oder? Sehr cool. Was ist eine Finne? Ist das etwa eine Anspielung an einen Finnländer, oder was? So, ist das jetzt richtig gefaltet, so? Wahrscheinlich brauchen wir wieder ein paar Ösen oder sowas in der Art. Nein. Liegen beide Löcher übereinander? Hast du alles richtig gemacht? Die Finne stecken wir jetzt in das Rückenteil. Aha. Also jetzt mal ehrlich, ist das so richtig? Ey, hör auf. Oder sollte das so aussehen? Scheinbar. Okay, also... Okay. Also scheinbar so. Es hat diese Form. Wo wird's reingesteckt? Im Inneren... Also, wisst ihr, was ich meine? So diese Schrift, ne? Das ist halt... Wie willst du das lesen können? Und dann ist halt der Rucksack noch so groß, dass du gar nichts erkennen kannst. Du kannst diese Schrift nicht erkennen. Das ist zum Kotzen. Im Inneren des Rückenteils befindet sich ein kleiner Schlitz. Schiebe den Teil der Finne mit dem Loch in den Schlitz rein. Ich kann die halt schon so... Okay. So, ich kann diese Schlitze schon sofort erkennen. Die Frage ist... Keine Ahnung. Ach so, okay. Ich habe vergessen, das länglichere Teil nach innen zu drehen. Ja gut. Passiert, ne? Sorgt wohl auch für mehr Stabilität. Also dann stecken wir die Finne rein. Meine Güte, das ist gerade aber echt eine richtige Raffinerie, ne? Raffinerie. Ha! Mann! So. Das zweite Teil der Finne kommt bestimmt auch da in die Ecke, also brauche ich mir das nicht erklären lassen, das wird schon so stimmen. Auch wenn das nicht ganz gleichmäßig da reingeht, aus Gründen. Also wahrscheinlich denkt sich gerade das Spiel oder die Pappe, nö. Ich habe keinen Bock, mich da gleichmäßig rein verbinden zu lassen. Und oh, diese Verbindung ist gerade echt geil. Das ist halt echt schön. Richtig gut. So. Sitzt aber, wie ihr sehen könnt. Erstmal hier. Und erstmal hier. Ja, ich hoffe, dass wir dann bald fertig sind. Aha, Ösen, war klar. Wusste ich's doch. Weil irgendwie muss es ja auch verbunden werden oder fixiert werden. Und dazu brauchen wir auf der einen Seite die Öse und auf der anderen Seite auch nochmal eine. Und damit hätten wir hier nur noch an sich, ich glaube, eine Öse. Okay. Ich habe das Gefühl, mir ist irgendwo eine Öse verloren gegangen, aber ich habe halt nur noch in der Tüte eine solche Öse und zwei Unterlegscheiben, also werde ich wohl irgendwo eine vergessen haben. Ja, moin. So, und ich glaube, von unten aus stecken wir die dann an, ja? Genau, von unten aus kommt dann hier diese Öse rein. Mesut Öse, man kennt ihn, den Fußballspieler. So, komm rein da. Let's go. Oh Gott.
Ja, sehr schön, sehr schön. Finde ich ja gut, dass das gerade hier so klappt und dass das hier auch gut fixiert ist oder dass es auch gut fixiert wird. Was willst du mehr? Gibt nichts Besseres im Leben. Ha? Schön. Okay, damit hätten wir beide Ösen reingesteckt und somit wäre... Ja. Die Finne, oder somit wären die Finnen am Rucksack platziert. Und bevor wir jetzt hiermit weitermachen, beende ich den Part. Ich denke mal mit dem Rohschnitt des Roboters und ich zoome mal ganz kurz raus. Die rechte Seite meines Gluteus Maximus ist eingeschlafen. Ich hoffe, das stört sie nicht. Ja, moin. Okay, das hier ist dann schon mal der erste Teil des Roboters. Ich hoffe, ihr konntet euch ein einigermaßen gutes Bild machen. Oder ich hoffe, ihr konntet mir folgen beim Rumschreien. In diesem Sinne, beim nächsten Mal geht's dann weiter mit dem Rucksack. Haut rein. Ciao.